It's bent on the stand where it's becoming worse than worse. Burns into the lead of the race. Great stuff, mate. Eyes forward. Let's go. Oh, no! Evan just opened the car. What the? What a race! What a drive! Santiago de Chile. Zum dritten Mal hat die Formel E dort Halt gemacht in seiner Geschichte. Und was ist es für ein Rennen gewesen? Und es ist wunderschön, dass wir nach diesem tollen Hockeyabend euch hier noch im Formel E-Studio dürfen begrüssen und mit euch das Rennen nochmal dürfen zu erleben. Bei mir hier im Studio der Marco Baroni. Er ist Head of Global Sponsoring bei der Bank Julius Baer. Und die Bank Julius Baer ist nicht nur irgendeine Bank, sondern Global Partner von der Formel E. Marco, merci vielmals, bist du hier. Es ist einfach ganz etwas Spezielles. Danke euch. Müsst ihr wissen, daheim. Der Marco, der ist bei über 50 Rennen mit dabei gewesen. Hat relativ ertragende Rolle. Erzähl uns ganz kurz schnell. Eben, hat Global Partner dein grösstes Sponsoring-Projekt. Aber was machst du bei der Formel E? Was ist dort dein Leidensprojekt? Genau, ich habe es ja vorne kurz angetönt. Ich befasse mich ja mit der Formel E seit 2013. Dort ist eigentlich das Projekt bei uns, bei der Julius Baer, auf dem Tisch gewesen. Und das ist klar, das war eine neue Serie gewesen. Ist dann im September 2014 gestartet und da wächst es zusammen. Und ich glaube, auch die Freundschaft zu Alejandro, der Founder und der CEO von der Formel E, hat natürlich eine spezielle Bindung gegeben. Dann natürlich auch unser Background oder mein Background von der Automobilbranche. Und das hat natürlich dazu bewogen, dass irgendwann nach der zweiten Saison der Alejandro dann gesagt hat, wir müssen ein Advisory Board auf die Beine stellen. Und für mich war natürlich eine grosse Ehre gewesen, weil natürlich da für die Strategie für Formel E da dabei zu sein, dem Board mit Alan Prost, wo ja jeder kennt, wie ein Martin Wittmarsch, der bei ex-McLaren war, mit dem Lucas de Grassi. Also alles Leute, die eigentlich auch Motorsport gut kennen. Aber wo ist sagen, wo stehen wir jetzt? Sechste Saison, das ist relativ weit. Sehr neu. Ist noch jung, aber ist gleich schon relativ weit jetzt. Genau. Und darum ist, glaube ich, dass es eine gute Chance gewesen für uns alle, eigentlich da dabei zu sein, in dem Advisory Board und ganz klar für die Strategieausrichtung für die Zukunft da einen grossen Beitrag zu leisten. Aber jetzt vorhin kurz erwähnt, der Marco, der ist bei fast jedem Rennen mit dabei und natürlich eine tolle Ehre für uns, dass heute ins Formel E-Studio gefunden hat und sie vermissen ihn schon in Santiago de Chile. Und zwar können wir sagen, der Sebastian Buemi, der vermisst Marco Baroni ganz speziell. Hallo Marco, ich weiß, dass du leider nicht in Santiago bist mit uns, aber ich hoffe, du wirst uns am Samstag schön anschauen und ich hoffe, ich kann ein super Rennen fahren für dich und ein schönes Pokal zu Hause bringen. Und wie war es für dich, Marco? Ja, speziell. Ja, mit dem Sepp haben wir ja eine spezielle Beziehung. Der Sepp ist ja auch einer der wenigen Fahrer, der auch seit der ersten Stunde dabei ist. Und mit dem Sepp hat sich natürlich, wie gesagt, eben, es war ein Familienfeeling in der Formel E und es ist weiterhin. Und es ist immer schön, wenn wir uns treffen. Wir verbringen da sehr viel Zeit zusammen und das ist absolut eine spezielle Freundschaft. Und im 2019, besser gesagt im Dezember 2019, hast du eine spezielle Botschaft ausreisen, eine gute Message aus Sicht von Julius Baer, und zwar die Vertragsverlängerung. Hier sehen wir die mit dem CEO von der Formel E, mit dem Jamie Reigel. Man hat den Vertrag bis 2023 können verlängern. Welche Signalwirkung hat das, wenn so ein Global Partner, der Anfang an dabei ist, den Sport weiterhin dreht? Ich glaube, sehr stark. Ich glaube, wenn man die Formel E anschaut und Julius Baer, dann die Geschichte, die gemeinsame Geschichte, ist eine einmalige Geschichte. Und ich glaube, alle Partner, die nach uns zu Formel E gekommen sind, die schauen ein bisschen zu Julius Baer natürlich und wie sie sich bewegen. Und wir haben jetzt eigentlich mit dem Move das dritte Mal eigentlich antizipiert, weil wir haben eigentlich noch 2 Jahre Vertrag gehabt, wir haben es nochmal verlängert. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Jetzt ist der Wandel, den wir ja eigentlich promotet haben im 2014, ist jetzt voll im Gange und wir wollen da mit unserer Marke Julius Baer völlig dabei sein und wir wollen auch da einen Benefit rausnehmen. Und bis jetzt hat es 2 Swiss E-Prix gegeben, 2 Rennen in der Schweiz. Und Marco, für alle Leute draussen, die hoffen natürlich vielleicht auch, dass die Vertragsverlängerung auch zustande kommt, weil es vielleicht irgendwann mal wieder ein Swiss E-Prix gibt. Kannst du uns da ein bisschen mehr verraten, in welche Richtung es geht? In dieser Saison gibt es im Moment keinen. Genau, also es ist nicht ein Zusammenhang, weil eben, wie gesagt, die Entscheidung war ja, weil wir eine globale Ausrichtung hatten mit der Formel E und das war für uns massgebend gewesen. Und natürlich Swiss E-Prix oder Zürich E-Prix, wie man es dann nennen will, ist natürlich ein grosses Highlight für uns als Schweizer Unternehmen gewesen. Wie es aussieht in Zukunft, ich weiss, dass sich gewisse Städte haben nominieren müssen und es gibt ein paar Städte, die jetzt Interesse hätten und ich glaube, in den nächsten Monaten wird der Veranstalter kommunizieren, wie es weitergeht. Aber ich glaube, voraussichtlich muss man mit 2022 rechnen für das nächste Rennen.
Der Fingers crossed, dass es aufgeht. Ihr seht es hinten dran auf der LED-Wall. Santiago de Chile, das ist das dritte Rennen, das heute stattgefunden hat. Und das dritte Rennen, das hat ganz viel Spektakel geboten. Einer, der letztes Jahr dort war, der hockt jetzt neben mir, der Marco Baroni. Du warst letztes Jahr der vor Ort. Was war dein Eindruck? Ich glaube, die Streckentemperatur war relativ weit oben, 46 Grad damals. Genau, ich bin, das war das zweite Rennen in Santiago letztes Jahr. Wir haben die Location gewechselt. Und es war der heißeste Tag in der History von Santiago de Chile. Das hat man auch gespürt. Man hat es auch gehört und man hat den Asphalt auch gespürt, wo unter der Rede quasi wie sich aufgelöst hat. Und alle haben Angst gehabt, heute kommt es wieder dazu, aber heute ist es nicht so heiß gewesen. Was ist aus deiner Sicht heute massgebend gewesen? Wie wir gesehen haben, dann das Layout hat gewechselt. Also man hat drei Kurven rausgenommen. Also der Track ist... Ich würde vorschlagen, komm, wir schauen es doch ganz schnell zusammen an. Wir haben das nämlich vorbereitet, Marco. Genau, und zwar das Streckenlayout, das angepasst wurde, hier die Übersicht. Der Start und nachher die drei Kurven. Richtig. Also schon da zeigt natürlich jetzt, wie man da eigentlich Geschwindigkeit aufnimmt. Und da vor allem die langgezogene Kurve. Und das ist natürlich jetzt die Herausforderung. Ja, mit dem Energiemanagement, wo ja immer ein grosser Challenge ist in der Formel E. Und jetzt mit dieser Temperatur natürlich, die heiß sind und plus natürlich mit dem Speed, dass man natürlich nicht... 32 Stundenkilometer war der Topspeed heute im Rennen. Die Schikane, die ausgefahren ist, also das ist wirklich das Markante, was man heute gemerkt hat, der Speed, das ist eine schnellere, und mit dem haben auch viele Fahrer Mühe gehabt, mit dem schnelleren Streckenlayout. Ja, und vor allem, wie man gesehen hat, dann nachher auch der Attack-Mode, also auch das zu integrieren in das ganze Energiemanagement, also mit der Temperatur, mit dem schnelleren Track, also es sind so mehrere Parameter, die man berücksichtigen muss. Und ich glaube, das ist jetzt, darum zeigt immer der Wechsel ständig an der Front und hinten, das zeigt also, das ist also extrem, extrem undurchschaubar, wer gönnt, weil es ist extrem verschiedene Faktoren, die eigentlich da bewirken. Und bevor wir euch das Rennen daheim noch einmal zeigen, das Rennen in Santiago de Chile und wie es ausgegangen ist, haben wir euch ein paar Highlights rausgelegt. Aber bevor wir die Highlights zeigen, würde ich sagen, wir machen zuerst mal schnell ein bisschen Buchhaltung. Wie es vor dem Rennen hat ausgesehen, aus Schweizer Sicht, der düster, kein Schweizer oder zumindest nur ein Schweizer Kreuz in der Top 10 innen. Der Eduardo Mortara auf Platz 7. Und dann muss man den zweimal umdrehen, dass man den Neil Gianni auf Platz 17 und den Sebastian Buemi auf Platz 19 findet. Und Marco, der Nico Müller muss man sogar auf die dritte Seite blättern. Die haben wir jetzt nicht vorbereitet. Bist du ein bisschen enttäuscht oder ist es absehbar gewesen? Vier Schweizer in dieser Saison mit dabei, aber keiner oder nur einer in der Top 10? Ja, eigentlich, wir haben, glaube ich, den grössten Marktanteil, was Fahrer und was Nationalität anbelangt. Der ist schon klar, ist vermutlich nicht für alle nicht der beste Start gewesen. Und eben, wir hoffen vielleicht, dass wir heute ein Highlight sehen, später. Aber wie gesagt, die Konkurrenz ist sehr, sehr stark. An der Formel E mittlerweile auch seit dem Anfang schon sehr ein guter Line-up von Fahrern. Und ich glaube, das ist natürlich auch für unsere Schweizer Fahrer natürlich sehr schwierig. Und Formel 1 ist auch ein spezieller Motorsport, man muss sich auch zuerst einleben. Und ja, man muss auch ihnen Zeit geben. Und einer, der wahrscheinlich Zeit braucht, ist unser ehemaliger MySports-Experte Neil Gianni, der fährt heute für Porsche. Und wir sehen hier, er hat schon in Natiria kein gutes Wochenende gehabt und dann der Crash gerade zu Beginn des Rennen. Marco, ist das... Da kommt auch Pech. Ja, das ist halt einfach der Strassenkurs allgemein in der Formel E und dann eben, wenn es vor allem in so einer Gefahr ist. Raus, oder? Muss genau, und dann ist halt die Gefahr gross, immer, vor allem am Anfang, dass wir halt alle beieinander sind und dann halt, ja, wenn du Pech am falschen Posten bist, dann trifft es dich, oder? Der Neil Gianni zum dritten Mal in dieser Saison kein Punkt, also er, der neu eingestiegen ist und sozusagen ein Rookie ist, der Neil Gianni, ein Top-Ausfall von Porsche, das wiegt doppelschwer. Richtig, er ist wenigstens heute im Qualify, also vorne auf dem Grid vor ihm gestartet, das ist schon mal gut gewesen, das gibt ihm natürlich auch ein bisschen Motivation für das nächste Rennen, dass er da natürlich auch wieder nach vorne kommt und einfach nach vorne kann starten, weil das ist extrem wichtig in der Formel, man muss wirklich versuchen, in den ersten 10 Plätzen zu starten, um auch wirklich eine Chance zu haben, zum Podium. Aber gleichwohl ein schwieriges Rennen aus Schweizer Sicht heute. Was ganz entscheidend war in dieser Rennphase heute, der Attack-Mode, das hat man gesehen. Und hier sieht man den Maximilian Günther, der Deutsche, der probiert, den Mitch Evans zu überholen. Und
jeder Attack-Mode einsetzen können. Genau. Das war heute das Match-Entscheidung. Absolut. Also er hat ihn, glaube ich, im richtigen Moment hat er aktiviert. Und er hat natürlich von Position 3 schon zu Position 1 gegangen. Und ich glaube, das ist, das hat er am besten valorisiert. Ich glaube, das ist das, was eigentlich auch spannend ist als Formel E. Oder man muss auch mit dieser Komponente, mit dieser neuen Komponente, mit dem Attack-Mode, muss man das ganze Energiemanagement auch anpassen. Und er hat es bewiesen, dass er natürlich macht einen grossen Schritt nach vorne mit dem richtigen Moment, wo er sich gesetzt hat. Und die Formel E, die geht neue Wege. Der Attack-Mode, Fanboost und jetzt heute eine Weltneuheit eingeführt im Motorsport. Das gibt es so noch nie. Richtig. Das sieht er zum ersten Mal. Es sieht jetzt noch ein bisschen aus halt wie ein Gaming. Oder? Mit dem, mit aber das sind Live-Bilder, das ist real, oder? Es ist auf die Augenhöhe. Also das ist genau der Winkel, den eigentlich der Fahrer sieht. Und ich glaube, das ist schon speziell. Also eben, man versucht immer neue Wege zu gehen, wie du vorhin erwähnt hast, mit dem Fanbus, wo am Anfang nicht alle rausgekommen sind, wo haben wir voten, wo haben wir Eingriff nehmen in die Leistung von den Elektromotoren. Dann eben der Attack-Mode und jetzt noch der neue Weg. Das ist spannend. Was wahnsinnig speziell ist, wir können es vielleicht noch einmal einspielen, dass die Szene der Felipe Massa mit dem Driver sein, die Kamera, die hockt wirklich genau hier, oder? Das ist eine Szene, der Felipe Massa wird vom Teamkollegen, vom Schweizer, vom Eduardo Mortara überholt und man sieht, wie viele Komponenten das da zusammenkommen, wie viel mal das der Fahrer auf und absolut, runter schaut. Mir wird fast ein bisschen schlecht, wenn ich es sehe. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das sind ja die ersten Versuche. Formel E ist ja die einzige. Die FIA hat ja nur die Erlaubnis jetzt an der Formel E gegeben. Und ich glaube, das muss sich noch perfektionieren. Und ich glaube, wir werden vermutlich ein paar Monate dann schon bessere Bilder und bessere Qualität sehen. Wenn wir jetzt einen Schweizer angesprochen haben, der Eduardo Mortara, ist nicht so gut gelaufen aus Schweizer Sicht. Der Eduardo Mortara, Nils Gianni, die sind beide alt. Der Nico Müller nur auf Platz 11. Der Sebastian Buemi sogar nur auf Platz 13. Kurz dort deine Stimmung abholen, wie hast du es gesehen? Wir haben mitgefiebert natürlich. Ja, eben, wie wir gesagt haben, oder, der Track war neu gewesen, und ich glaube, das Energiemanagement und sie sind alle immer sehr eng beieinander. Oder? Und ich glaube, dort ist auf einen kleinen Fehler, verliert man teilweise nicht nur eine Position, sondern teilweise gerade drei Positionen. Und das ist eben, wie gesagt, manchmal ist der Tag fängt einfach falsch an und dann riskiert man einfach, dass man immer weiter hinten ist und aufzuholen ist extrem schwierig. Eben, wenn man nicht die Komponente hat, wie einen Attack-Mode, wo man kann nutzen auf der Geraden. Aber sonst, wie gesagt, ist es ziemlich schwierig. Man muss einfach auch Glück haben. Man muss auch ein bisschen Glück haben und vor allem auch sehr, sehr gut fahren. Es hat ein riesen Duell gegeben zwischen Maximilian Günther und dem Antonio Felix da Costa. Und das war die Szene vom Rennen eigentlich heute. Der Antonio Felix da Costa, der hat ihn da ein bisschen, eigentlich nicht, er war schon nicht nebendran gewesen. Also vielleicht hätte er da eine Strafe bekommen. Aber er hat das auch schlussendlich clever gemacht, so wie wir jetzt genau da sind, oder? Er hat ihn ein bisschen rausgestoßen und dann ist er natürlich, hat er seine Position geholt. Und das ist spannend zu schauen, wie es dann rauskommt. Das war wirklich spannend. Sagen wir schnell die Leistung von Maximilian Günther, der das Rennen am Schluss hätte gewinnen können. Tatsächlich der Antonio Felix da Costa noch mal erholt. Was sagst du von ihm? Er ist der jüngste Fahrer, der ever mit 22 ein Formel-E-Rennen gewonnen hat. Das ist ja noch interessant. Antonio, der jetzt im Ticita ist, war ja früher bei BMW gewesen, letzte Saison. Da hat quasi sein Auto geerbt. Und das war der Kampf von Pulli noch speziell gewesen. Und er war ein schneller Fahrer gewesen, oder? Wir haben eine gute Bindung zu BMW. Und ganz klar gesagt wurde, dass er natürlich ein Talent ist. Und das hat er heute wirklich beweisen, muss ich sagen. Er hat wirklich Nerven behalten, hat das am Schluss noch mit dem letzten Manöver noch recht, sagen wir, auf seine Gunst zurückbeugen. Und ich kann euch sagen, der Marco, der hat also mitgefiebert bei diesem Rennen heute in Santiago de Chile. Marco, ich sage, merci vielmals, bist du bei uns da schnell im Studio mit dabei gewesen und daheim jetzt um.